vorschauen, auf der linken Seite geht das dunkle Holz aus, da wo der Rauch aufsteigt, das ist die Fischerei. Gibt es auch unsere Fischerschulen eingerichtet, in der Räucherkammer, gibt es auch ab einer bestimmten Uhrzeit jeden Tag frisch gemähte Enten und Forellen. Das ist natürlich eine Delikatesse, kann man nur empfehlen. Ja. Rechts ein Anbau an der Kapelle direkt angebaut, das ist das ehemalige Jagdschloss, das ist jetzt der Gaststättenbetrieb. In der Mitte ist noch eine Landwirtschaft, der kleine, und ganz rechts oben noch den Forsthaus, das ist die ganze Gesiedlung. Die Boote verkehren in Abständen von ca. 15 bis 20 Minuten den ganzen Tag über. Letzte Rückfahrt ist von der Endstation um 17.40 Uhr. Und das letzte Boot vom Wahlparlament um 18 Uhr.
Ich bin nicht mehr so gut. 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 Ich